dir? Also wie sehr freut sich das denn, dass man jetzt wieder normal, in Anführungsstrichen, trainieren kann? Ja, sehr. Also so ganz normal ist es natürlich noch nicht, weil wir noch in Gruppen trainieren. Aber es ist sehr, sehr schön, mal wieder auf dem Platz zu stehen, den Ball am Fuß zu haben und ein paar fußballspezifische Dinge zu machen. Ja, tut, glaube ich, jedem Fußballer gut, mal wieder auf dem Platz zu stehen. Aber hattest du denn in der etwas maueren Zeit denn ein bisschen Zeit, die Hinrunde Revue passieren zu lassen? Na, nicht so wirklich, weil das schon so ein bisschen abschließend gewesen wäre. Und ich glaube, dass wir jetzt alle davon ausgehen, dass die Saison noch weitergespielt wird. Also wir sind zwar in einer guten Ausgangsposition, aber wir haben jetzt noch nicht, wir haben noch nichts erreicht. Wir haben weiter große Ziele und deshalb glaube ich, dass es nicht so gut wäre, jetzt schon zurückzublicken, weil ja noch 9 Spieltage zu spielen sind und deshalb geht es schon noch um noch ein paar Punkte, die halt auch für uns sehr, sehr wichtig sein werden. Da schließt sich die Frage gleich an. Wo siehst du denn die Borussia, wenn es nach dem Restart zu einem Saisonende kommt? Ja, also ich glaube, das geht jedem Verein so. Man kann es nie so wirklich vorhersagen. Gerade in der speziellen Situation wird auf jeden Fall speziell werden, besonders werden. Wir hatten jetzt schon ein Geisterspiel gegen Köln, das wir gewonnen haben. Aber wir haben wahnsinnig schwere Spiele auch noch und ja, wollen weiter unseren Weg weitergehen, wollen weiter punkten, Spiele gewinnen, alles geben, damit wir so weit wie möglich oben stehen. Aber ja, wie gesagt, es ist schwierig vorherzusehen, glaube ich, für jede Mannschaft. So. Hast du denn trotzdem irgendwie so einen schönsten Moment aus der Saison vielleicht oder vielleicht auch von noch früher? Ja gut, diese Saison war, glaube ich, so die Last-Minute-Siege schon sehr prägend, also hier zu Hause gegen Bayern, gegen Rom, als das Stadion gefühlt explodiert ist. Und ja, das sind schon so Highlights, gerade wenn man zu Hause in der letzten Minute noch einen Siegtreffer macht, dafür lebt man diesen Fußball, dafür spielt man den Fußball, dafür gibt es ja diese Emotionen von den Zuschauern, was wir mit den Fans dann abging in den jeweiligen Spielen. Das war schon wirklich beeindruckend. Ja, umso blöder ist es, dass es leider wahrscheinlich auf ja, schon eine gewisse Zeit darauf verzichten müssen. Aber wir versuchen zumindest, dass man zumindest dann den Fans zu Hause vom Fernseher auch mal einen kleinen Jubelschrei auf die Lippen zaubern kann. Du hast es eben schon erwähnt, Lieblingsspiele waren dann dementsprechend Rom, Bayern. Ja, also ich muss kurz überlegen, gehen wir mal noch in der letzten Minute mal getroffen haben. In Istanbul, glaube ich. Aber ich glaube, gerade so Heimspiele gegen solche Gegner waren schon beeindruckend, ja. Gibt es denn auch so einen kuriosen Moment, an den du dich erinnerst? Irgendwas passiert? Ja, kurios. Ich glaube, dass generell unsere Europa-League-Saison nicht so gut verlaufen ist, hat ja schon angefangen mit dem 4-0 hier zu Hause gegen Wolfsberg und auch im letzten Spiel gegen Başakşehir hier in der letzten Minute. Das waren so, jetzt kurios vielleicht nicht, aber schon sehr bittere Momente auf jeden Fall in der Saison. Trotzdem sind wir eigentlich immer wieder nach Niederlagen auch aufgestanden, haben wieder unser Gesicht gezeigt, dass wir eigentlich immer zeigen wollen, wenn wir auf dem Platz stehen und unser Trikot anhaben, dass wir immer Vollgas geben. Aber ja, das waren, glaube ich, so die bittersten Momente in der Hinrunde. Hast du ein Lieblingstor? Muss nicht deins sein. ein Lieblingstor hätte ich jetzt auch gesagt, halt so das gegen Rom vielleicht, weil das so, ja, man hat alles nochmal versucht, alles nochmal nach vorne geworfen und es war wirklich auf dem letzten Drücker und ja, hoher Ball rein, Lasso köpft ihn nochmal auf Markus quer und ja, dann, wie gesagt, dann ist alles, alle Dämme gebrochen auf dem Rängen, auf dem Platz und es war wirklich, glaube ich, jetzt würde ich mal sagen, so das Lieblingstor. Und jetzt füllt sich das Stadion langsam, die Pappkameraden sind da, was sagst du denn dazu? Ja, super Idee, freut uns natürlich auch, dass die Fans sich da auch dran beteiligen, uns auf diese Weise auch unterstützen wollen.
wenn sie schon nicht im Stadion sein können. Und ja, ich persönlich habe auch schon zwei von der Familie bestellt. Die müssten auch demnächst auf den Plätzen sein. Also ist auf jeden Fall eine super Idee. Macht das was? Fühlst du dich beobachtet? Ja, also gerade wenn man so das erste Mal so ins Stadion blickt, denkt man schon, okay, es sind doch ein paar Zuschauer da. Aber ja, also es ist auf jeden Fall besser, als vor ganz leeren Rängen zu spielen.